ein Würstchen oder wie auch immer. So, weil der Eindruck ist jetzt da, danke auch für die Mühe, mit der Übersetzung. Der Eindruck ist jetzt da und jetzt ist es wichtig, dass ihr auch etwas von Liberec kennenlernt. Ja? Gut, dann danke ich euch heute. Wir sehen uns kommende Woche nicht, weil ich bin in Tiflis. Aber wir sehen uns dann am Mittwoch darauf. Zivilcourage ist der Mut, nach Überzeugungen zu handeln, sich auf Werte zu berufen und sein Handeln abhängig zu machen von inneren Überzeugungen und nicht von äußeren Machtfaktoren. Demokratie lebt in einem Zwiespalt. Wir brauchen einerseits genau diese Zivilcourage, etwas zu bedenken, zu überlegen, zu Überzeugungen zu kommen und diese auch zu realisieren. Andererseits, und das ist die große Schwierigkeit, besteht auch Demokratie darin, Kompromisse zu akzeptieren. Sie wollen etwas, ich will etwas, wir treffen uns in der Mitte und ich muss sehen, die Differenz zwischen meiner Wunschvorstellung und Ihrer Wunschvorstellung ist ungefähr die gleiche. Deshalb akzeptiere ich etwas, was eigentlich meiner Überzeugung widerspricht. Und auch das ist dieses Element von Zivilcourage, zu etwas Ja zu sagen, wovon man nicht überzeugt ist. Und nur dann funktioniert Demokratie. Demokratie wirkt manchmal zahnlos. Im Vergleich zu einem autoritären Regime nehmen wir China. China kann einfach seine Polizisten auf die Straßen schicken, Bürger umbringen, und es zeigt seine Zähne. Die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir nicht vielleicht den geduldigen Dialog, die Kunst des Kompromisses, auch wenn wir wissen, dass das mehr Zeit braucht, mehr Ressourcen beansprucht, aber wie Gneisenau bereits erkannt hat, der große preußische Feldstratege, wenn jemand nicht überzeugt von etwas ist, dann wird er sich auch nicht für seinen Staat einsetzen. Also etwas mehr Gneisenau, der heute vor 250 Jahren geboren ist, im Tempo der Demokratie. Alle mitnehmen. Und dafür ist es wichtig, dass die Demokratie nicht nur Zähne hat, sondern eben wirklich alle überzeugt. Das Rechtssystem ist etwas, das auf Formen aufgebaut sind. Und Formen sind das Gegenteil einer Anekdote, sie sind das Gegenteil eines Theaterspiels, sie sind das Gegenteil von schnell und witzig von Lebhaft. Diese Formen sind aber notwendig, um uns eine Sicherheit zu garantieren. Die Sicherheit, dass jeder gleichmäßig zu seinem Recht kommt. Und man kann den Zustand einer Demokratie immer am Rechtssystem messen. Und wenn Sie zum Beispiel wissen, dass es in Mailand fast so viele Rechtsanwälte gibt wie in ganz Frankreich, dann können Sie sich vorstellen, wie ungesund das italienische Rechtssystem ist, wo man sich Recht offensichtlich mehr kaufen kann, weil die Richter sind schwächer als die Rechtsanwälte. Es ist alles überhaupt nicht spannend und deshalb meine ich, je langweiliger ein Rechtssystem ist, umso besser funktioniert die Demokratie. Weil ich war im November 1989 zu Gast im Hotel Europa auf dem Wenzelsplatz in Prag. Und zwar genau in den Tagen, als die große Menge kam, die Revolution forderte. Und ich hatte ein wunderschönes Zimmer im ersten Stock mit einem großen Balkon. Also bin ich nach unten gegangen an die Drehtür, wo die Menschen sich drängten. Und ich habe einfach 10 Leute mitgenommen in mein Zimmer, damit wir gemeinsam von oben aus das beobachten konnten. Und auch, damit mir jemand übersetzt hat, was an Gesängen der Freiheit und an Reden der Freiheit da eben aus dem großen Volk von diesen vielen hunderttausend Menschen sich gekommen hat. Und dadurch habe ich aus diesen Tagen heraus viele sehr gute Beziehungen nach Prag und verfolge eben jetzt sehr aufmerksam, wie schwierig es ist, von einem sozialistischen zu einem wirklich freiheitlich-demokratischen Volk zu kommen, zu einem wirklich demokratischen System zu kommen. Und ich kann nur sagen, bei all den Schwierigkeiten, die ich kenne und durchaus verstehe, ich habe großen Respekt für die Leistung, die innerhalb von 20 Jahren gemacht wurde, zum Beispiel für ein freies Hochschulsystem. Das ist nicht selbstverständlich.